Der Schillerplatz in Schifferstadt. Am Fastnachtssonntag verwandelte sich der um diese Jahreszeit eher ruhige Treffpunkt wieder in eine kleine Partymeile. Ich muss mich natürlich bedanken, erstens mal beim lieben Gott für das schöne Wetter. Halt! Dieser Ausschnitt stammt von letztem Jahr. Die Straßenfastnacht 2018 war eher kalt und ungemütlich, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Wieder mit dabei waren auch Ramona und Jürgen mit ihren aufwendig gestalteten Kostümen. Zu ihrem 25-jährigen Jubiläum feierten sie als Die Schöne und das Biest, denn der Disney-Film ist nun ebenfalls 25 Jahre alt. Dankeschön. Ja, das haben wir alles selbst gemacht und das machen wir jedes Jahr auch sehr gerne. Von letztem Jahr ist mir noch in Erinnerung 70 Patronen Heißkleber. Habt ihr das dieses Jahr überboten? Wir haben es absolut überboten. Wir haben jetzt über 90 Patronen gebraucht. Letztes Jahr haben wir 2 Wochen gebraucht für das Kostüm und dieses Jahr 4 Wochen. Machst du auch was beruflich in der Richtung? Also ich bin Make-up-Artist, Friseurmeisterin und Kosmetikmeisterin. Also ich decke komplett alles ab. Und für mich ist das einfach, ja, mal was für mich. Einfach mal was für mich. Sonst bin ich das ganze Jahr für andere unterwegs und das ist für uns. Ob selbstgenähte Verkleidung oder doch nur ein gekaufter Plüsch-Onesie. Letztendlich spielte das Feiern und der Spaß eine größere Rolle. Wir wollten wissen, ob die Jugend von heute auch noch alte Karnevalklassiker kennt. Unsere Reporterin Ilka hat sich umgehört. Der Karneval wird begleitet von Musik und Tanz. Kaum wegzudenken ist A, die Hollandaise, die Bernese oder die Polonaise. Polonaise! Wollt ihr uns die mal zeigen? Na bitte, die Choreografie und der Text sitzen perfekt. Es ist der Ramadan-Tag.